Heute beim elektrischen Reporter: Daten für alle, Print, Twitter und Migranten. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Schon seit Jahren liegen Aktivisten, Bund, Ländern und Kommunen in den Ohren, doch endlich ihre Daten für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Im Februar 2013 ging GovData online, das sogenannte Datenportal für Deutschland, das genau das versprach. Ob und wenn ja, wie sich das Konzept Open Data seitdem entwickelt, das zeigt unser erster Beitrag. Hier ist eigentlich schon alles zu spät. Wenn die Bagger schon rollen, ist es schwer, ein Bauvorhaben noch zu stoppen, auch wenn kaum jemand es überhaupt haben will. Das wohl bekannteste Beispiel: Stuttgart 21. Doch so soll es eigentlich nicht sein. Denn die Bürger haben ein Recht darauf, schon vor Baubeginn über geplante Vorhaben informiert zu werden. Doch bisher werden Informationen über Bauprojekte lediglich in Amtsblättern und auf den letzten Seiten einiger Regionalzeitungen veröffentlicht. Wer da mal nicht reinschaut, und wer tut das schon, kann überhaupt nicht wissen, wo demnächst die Bagger anrollen. Um diesen Zustand zu ändern, initiierte Magdalena Nofke zusammen mit anderen Entwicklern die Website Bürger baut Stadt. Die Daten dafür muss sie sich teilweise mühselig zusammensuchen. Wenn wir mit den Daten aus dem Amtsblatt von Berlin arbeiten, haben wir viel Arbeit, die sozusagen so redaktionell ist, wo man halt viel nochmal aufbereiten muss, was rauskopieren muss, wieder woanders reinkopieren. Das dauert halt einfach, das ist halt sehr aufwendig. Einfacher ist es, mit sogenannten offenen Daten zu arbeiten. Das sind Daten, die jeder frei verwenden, nutzen und verbreiten darf. Das heißt allerdings unter anderem, dass diese Daten maschinenlesbar sein müssen. Da Berlin letztes Jahr seine Geodaten freigegeben hat, können die Macher von Bürger baut Stadt diese jetzt frei verwenden. Und das spart eine Menge Arbeit. Wenn also Behörden und Entwickler zusammenarbeiten, kann Großes entstehen. Doch nicht immer verläuft der Austausch zwischen Entwicklern und Staat so erfreulich. Der Launch von GovData, dem Datenportal für Deutschland, im Februar 2013 sollte ein Durchbruch sein. Doch schon bald hagelte es Kritik von Open-Data-Initiativen. Die Daten seien nicht wirklich offen, nicht wirklich neu und zudem langweilig. Das Problem? Es gibt keine allgemeingültige Rechtsgrundlage. Behörden entscheiden nach eigenem Ermessen, was sie auf dem Portal veröffentlichen. Und Öffentlichkeit heißt für die meisten Behörden Neuland. Trotzdem findet Wolfgang Both von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung nicht, dass es langsam vorangehe. Ich finde nicht, dass es langsam vorangeht. Für mich ist das der dynamischste Prozess, den ich erlebt habe, seitdem ich in der Verwaltung bin. Wir haben 2010 angefangen, da eine erste Umfrage gemacht, sondiert, auch den ersten App-Wettbewerb durchgeführt. Und jetzt 2014 wird das in ein Gesetz gegossen. Also ich teile Ihre Meinung da nicht, sondern meine eher. Wir sind da sehr, sehr fix. Wie so oft, die Innensicht des Kulturwandels ist eine gänzlich andere als die Außensicht darauf. Bisher hat nur Hamburg ein sogenanntes Transparenzgesetz. In großen Teilen der restlichen Republik gilt lediglich das Informationsfreiheitsgesetz, wobei es in Niedersachsen, Sachsen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg noch nicht einmal das gibt. Die Bürger haben dort also überhaupt keine Rechtsgrundlage, auf der sie Informationen von Behörden einfordern können. Ein echtes Manko für die Demokratie finden Open-Data-Aktivisten. Schließlich schaffen offene Daten nach ihren Argumentationen Transparenz, Partizipation der Bürger auf Augenhöhe und nicht zuletzt Wirtschaftswachstum. Mit dem Projekt Code for Germany versucht die Open Knowledge Foundation, Entwickler und Designer dazu anzuregen, offene Daten in brauchbare Anwendungen umzuwandeln. Der Hintergedanke: Wenn die Regierung erstmal sieht, was man für schöne, praktische und nützliche Dinge mit den Daten machen kann, rückt sie vielleicht bereitwilliger welche raus.
Es ist halt so ein bisschen ein Teufelskreis, wenn man so sagen möchte. Es liegen Daten vor, das sind jetzt nicht unbedingt die spannendsten Daten, aber trotzdem, um einfach rechtfertigen zu können, dass weitere Daten geöffnet werden, ist es wichtig, dass etwas mit den Daten passiert, dass man zeigt, was kann daraus entstehen, welche Tools, welche Visualisierungen, welche Werkzeuge können daraus entstehen und einfach mal anhand von praktischen Beispielen zeigt, wie nützlich offene Daten sein können. Und erst dann werden wieder weitere Daten geöffnet, nachdem man eben bewiesen hat, was daraus entstehen kann. Und wahrscheinlich sollte man nicht einfach die Geduld verlieren. Denn während die einen mit den Hufen scharren, empfinden die anderen das Tempo des Prozesses der Datenöffnung geradezu als rasant. Kommen wir nun von den offenen Daten zu offenen Konversationen. Diese gibt es naturgemäß auf Twitter, aber bisweilen auch in Tageszeitungen. Und davon erzählt heute unser Tweet und seine Geschichte. Mein Name ist Wiebke Ladwig und ich habe für mich den Beruf des Social Web Rangers erfunden. Das heißt unter anderem, dass ich Menschen dabei unterstütze, Ideen für das Internet zu finden und dort Geschichten zu erzählen. Ja, und ich habe auch eigene Projekte im Internet, unter anderem Printwitter. Ja, ich lese jeden Morgen die Tageszeitung. Und mir fiel irgendwann auf, dass im Kleinanzeigenteil unter Glückwünsche und Persönliches ganz merkwürdige Anzeigen waren. Dort schienen Menschen miteinander zu kommunizieren, ohne sich direkt anzusprechen, und das Ganze erinnerte mich sehr an Twitter. Ich knüpfte es ab, ich sammelte es in einem Blog und seitdem verfolge ich diese Geschichten, und das ist Printwitter. Ich nehme die Anzeigen für Printwitter, die nicht völlig eindeutig sind, also die halt irgendwie andeuten, dass sich da mehr hinter verbirgt, wo nicht jemand direkt jemanden grüßt oder direkt vielleicht zum Geburtstag gratuliert oder sowas, sondern wo man das Gefühl hat, da steckt eine Geschichte hinter. Da scheint sich vielleicht irgendwie ein roter Faden abzuzeichnen. Das sind die Tweets, die ich für Printwitter auswähle. Ja, eine dieser Geschichten, das ist tatsächlich eine mit Hiltrud und Renate. Und die zieht sich über mehrere Print-Tweets hin, vermeintlich. Fragen nach den Telefonnummern, scheinen sich misszuverstehen. Und man fragt sich natürlich unweigerlich, was steckt dahinter? Sind es möglicherweise zwei Rentnerinnen, die sich überworfen haben? Vielleicht Schwestern, die einen Familienzwist austragen? Vielleicht sind es aber auch Decknamen von kriminellen Vereinigungen. Wer weiß, dass sie irgendwelche Absprachen über Geldübergaben machen. Und das ist wirklich ganz faszinierend, weil es sich eben über mehrere Episoden hinzuziehen scheint. Ja, hin und wieder werden auch Treffpunkte kommuniziert. Und dann kommt natürlich schon die Frage auf, oh, gehst du da mal hin, guckst dir die Leute mal an, versuchst herauszufinden, wer steckt denn eigentlich hinter diesen Geschichten im Printwitter. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich gar kein Interesse daran. Ich finde es gut, wenn es im Ungefähren bleibt. Andersherum frage ich mich natürlich auch, kriegen die Leute das mit, dass sie dokumentiert werden? Also bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Ich bin davon überzeugt, dass es auch weiterhin Bedarf geben wird für eine gedruckte Tageszeitung. Wir leben nicht in einer völlig durchdigitalisierten Gesellschaft und ich bin ohnehin eine Vertreterin des Sowohl-als-auch und nicht des Entweder-oder. Menschen, die ihre Wurzeln anderswo in der Welt haben, haben es in Deutschland nicht immer leicht. Umso wichtiger ist für sie das Netz als Treffpunkt und als Ort des Austauschs zwischen den Welten. Wie Migranten das Netz nutzen, das zeigt unser nächster Beitrag. Das ist die Prima Muslima. In ihrem Blog erzählt die Jurastudentin Mervi Kay von ihrem Alltag, ihrer Familie, darüber, was sie über Frauen, Männer und Religion denkt. Mit ihrem Blog will sie zeigen, wie sie lebt. Denn wenn Leute ihr Kopftuch sehen, wird sie für viele zum wandelnden Klischee. Mit ihrem Blog bringt Mervi Kay Menschen zum Nachdenken. Das merkt sie auch am Feedback. Da steht zum Beispiel drin, dass ich was in der Gedankenwelt verändert habe, dass ich was aufgeräumt habe oder strukturiert habe, sodass Muslime nicht mehr in irgendeiner Hinterecke stehen mit diesem Bild von Aisha, die mit 4 Jahren auf einem Esel hierher gedackelt kommt aus Tief-Anatolien, sondern eben jemand, der hier ist und da sein muss. Und anscheinend finden viele Leute ihre Geschichten spannend. Sie hat über 14.000 regelmäßige Leser.
Hin und wieder veranstaltet die Prima Muslima Frage-Antwort-Runden, bei denen es zum Beispiel darum geht, ob deutsche Männer mit muslimischen Frauen flirten dürfen. Blogs von und für die anderen Deutschen gibt es inzwischen viele. Danger Bananas etwa erzählt vom asiatisch-deutschen Leben, der Schwarze Block ist ein Diskussionsforum für schwarze Deutsche und Zwischen den Polen ist ein Block von polnischen Migrantinnen der zweiten Generation. Sie alle stellen mit ihren Online-Journalen eine Öffentlichkeit her, in der sie selber zu Wort kommen. Und häufig sind die Blogs auch Foren, um sich untereinander zu vernetzen. Sabine Mohammed ist seit 2 Jahren aktiv bei United for Eritrea, einem Bündnis für regimekritische Eritreer und Eritreerinnen. Also der Vorteil für uns im Netz ist, dass Eritrea eine starke Zensur hat. Das bedeutet, dass wir im Netz an Informationen herankommen, die wir so nicht bekommen würden. Das andere ist, dass die eritreische Diaspora weltweit zerstreut ist und wir dadurch uns übers Internet vernetzen können und eine gemeinsame Plattform haben. Es gibt ca. 5 Millionen Eritreer im Land und 1 Million, die in der ganzen Welt verstreut leben. United for Eritrea nutzt das Internet, um diese Menschen miteinander zu verbinden. Außerdem informiert die Organisation über das repressive Regime des Landes und organisiert Protest- und Hilfsaktionen. So nahm sie etwa 2013 bei der Katastrophe von Lampedusa Kontakt zu Aktivisten in Italien, Schweden und in der Schweiz auf, um eine gemeinsame Hilfsstrategie zu entwickeln. Wie genau Migranten Medien nutzen, das untersucht Laura Suna an der Uni Bremen. Eine ihrer Erkenntnisse bisher, dass Migranten das Netz speziell dazu nutzen, um sich zu radikalisieren, wie manche deutsche Bürger fürchten, dafür fand sie keine Belege. Wohl aber dafür, dass Migranten häufig zu den Netzvielnutzern gehören. Ja, man kann sagen, dass die Migranten tatsächlich mehr digitale Medien nutzen als die deutsche Bevölkerung, weil sie ja internationaler vernetzt sind und viel mehr Kontakte im Ausland haben und durch digitale Medien wie Skype oder auch Facebook und andere soziale Netzwerke können sie dieses Dabeisein sehr gut weiterpflegen. Ein Sonderfall ist die Gruppe der kurdischen Migranten. Aufgrund des fehlenden Staatsgebiets bildet die Community im Netz eine virtuelle Nation. Die User von Blogs und Foren beziehen sich auf ein Land namens Kurdistan mit einer virtuellen Staatsgrenze, die es völkerrechtlich so nie gegeben hat. Wenn man so will, ist Kurdistan ein rein virtuelles Land, das über das Netz seine Kultur pflegt. Durch kurdische Zeitungen, kurdisches Fernsehen und ein kurdisches Nationalarchiv, durch Sprachkurse und Online-Kongresse. In einer Gesellschaft zu leben, die anders tickt als man selber, ist nicht leicht. Das Netz kann helfen, zu den eigenen Wurzeln Kontakt zu halten. Und wie das Beispiel Kurdistan zeigt, können Menschen sich auch einem Land zugehörig fühlen und dessen Kultur pflegen, das in dieser Form nur online existiert. Je länger man vor der Tür zögert, umso fremder wird man. Franz Kafka. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.